Hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Slovak Village. Wir sind hier wieder schon voll in Action. Wir fahren gerade hier mit unserem schönen Fiat, um den es gleich gehen wird, auch noch im weiteren Sinn und pressen ein paar Ballen. Parallel dazu selbstverständlich hier der Drescher am Arbeiten. Der Abfahrer ist gerade blockiert aus irgendeinem Grund. Da müssen wir mal gucken, was da los ist. Wo? Nö. Hä? Achso, das ist der Drescher, der blockiert ist. Ja gut, falsch gesehen. Also, Abfahrer ist unterwegs. Wir haben gesehen, es wird Wasser gefahren und es wird noch drüben auf der 26 angesät. So, was wollte ich sagen? Der Fiat. Es ist schon öfters in den Kommentaren geschrieben worden, tauscht doch den Fiat um, der ist so langsam, der ist so blöd und so. Und ja, ich weiß, es stimmt, und ich habe jetzt mal ein bisschen nach Mods gesucht und ich glaube, ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Ersatz für ihn gefunden. Wir sind ja hier im slowakischen Dorf, also in Osteuropa. Und da dachte ich mir, da wäre doch passend auch, wir haben ja auch die anderen Maschinen schon so ein bisschen Richtung Russland, Osteuropa ausgesucht. Ich habe einen Belarus-Traktor gefunden. Ich glaube, der ist gar nicht mal so schlecht. Der hat Power ohne Ende, der fährt 60. Wie er in echt aussieht, weiß ich nicht. Das müssen wir uns angucken. Und er ist günstig. Und das heißt, den werden wir uns, denke ich mal, gleich holen. Wir fahren jetzt noch diese Bahn hier zu Ende und dann schicken wir den Kollegen hier zum Shop. Dann verabschieden wir uns vom Fiat. Und vielleicht, ich hoffe, dass der Ertrag vom Verkauf vom Fiat dann ausreicht, um den anderen Traktor zu holen, aber eventuell können wir ja auch die Seemission auf der 26 noch abschließen. Ich weiß gar nicht, die bringt 12.000. Wie weit? Ach nee, 26.000 sogar. Dann kriegen wir den auf jeden Fall gekauft. Ja, dann gucken wir gleich mal an, was wir uns da ausgesucht haben, und ich hoffe mal, dass der Abfahrer. Wieso kommt der Abfahrer nicht? Ach Mann. Wieso fährst du nicht? Feld 12 ist doch eigentlich alles richtig. Ja komm, wir müssen selbst machen. Wir sehen, es ist Regen angekündigt und ich will zumindest die Mission hier abschließen, bevor der Regen kommt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir da nicht weitermachen könnten. Also wie gesagt, gucken wir mal, tanken wir den schnell ab, dann geht der Fiat zum Shop. Also ich will das eigentlich heute noch tauschen. Und wie gesagt, dieser Belarus, den ich da ausgesucht habe, der hat, wenn mich nicht alles täuscht, 360 PS. Also ist das dann nachher auch ein Power-Traktor für uns, der vielleicht irgendwann können wir dann ja auch noch den IMT, IHT, ich weiß nicht, wie er jetzt genau heißt, den Knicklenker vielleicht mal austauschen, weil der halt kein Curseplay und Autodrive hat. Das wäre dann auch nochmal eine zusätzliche Option, die wir da eventuell hätten. So, gucken wir mal. Der Drescher ist leer. Ja, den da hier, IMT. Ich verwechsel das immer. So, ach so. Halt. Du bist noch auf Feld 2, stehst du. Deswegen hat der vielleicht dich nicht automatisch gefunden. So, ich will jetzt aber hier, wie gesagt, die Bahn noch schnell zu Ende machen. Ja, mit ein bisschen Glück können wir den Belarus schon vorher kaufen, sobald die Mission drüben mit dem Ansehen fertig ist.
Ja, guck mal, Lohndienstleistung ist abgeschlossen, dann pass mal auf. Stoppen wir den hier und setzen den kurz auf Auto Drive. So, du bist fertig. Abschließend, dann geht es jetzt auf die 28 mit Raps. Raps 28 war ja da drüben. Also den müssen wir noch ansetzen zum Losarbeiten, damit wir da vorankommen. Und dann kaufen wir uns den Traktor. Ich finde ihn hier zwar schön, aber ich habe halt das Problem, wenn da irgendwie Autodrive nicht geht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den vielleicht ersetzen durch einen Kirovets 700 oder so irgendwie. Also irgendwie so ein, auch ein Knicklenker, eben so ein urrussisches Riesenteil einfach. Kommt vielleicht demnächst mal. Wir können aber hier auf dem Feldweg durchaus schon mal aufklappen. Wir sind ja gleich da, da ist die 28 schon. So, ich bin mir eben noch nicht ganz sicher, ich sehe es gerade nicht, doch 54.000. Es könnte vom Geld her im Moment noch nicht reichen. Wollen wir mal gucken, wo ist der... Gut, der braucht noch eine Weile, das heißt, wir machen trotzdem mal hier. Wir können ja erstmal gucken, ich glaube, ich habe hier so irgendwie sowas in der Art, dachte ich mir, um den Knicklenker zu ersetzen. 300 PS. So in der Variante. Zwillingsbereifung vielleicht sogar drauf als Power. 101.000, gut, GPS bräuchten wir dann auch. 116.000, also müssen wir sparen. Oder hier, sowas wäre auch noch eine Möglichkeit. V8 oder noch mehr, der hätte 420 PS, fährt 30. Ja gut, ist dann wieder ein Langsamer, das ist halt wieder so ein Powergerät für 54.000, auch nicht schlecht. Aber ich will jetzt hier der Belarus 3522. Gut, so könnten wir ihn im Moment leisten. Wir bräuchten aber definitiv GPS. Und was ich ganz witzig finde bei Design mit Vorhängen, ist das nicht witzig? Also so würde ich ihn mir gerne holen. Da brauchen wir 68.000. Das heißt, wir müssen warten, bis der hier beim Shop ist. Nützt dann nichts. Aber ich dachte mir, den Witz mit den Vorhängen, den tun wir uns an. So, du bist hier weiter am Dreschen. Warte mal, lass uns mal kurz bei den Tieren gucken. Ja, Mischfutter wird langsam mehr. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und wie sieht das im Mischfuttermacher aus? Wir haben Silage, Heu und Stroh ist noch genug drin. Also das läuft im Moment. Hier wird Beton produziert. Wasser wird ja noch geliefert. Gravel können wir immer mal wieder von hier drüben holen. Da kommen auch schon wieder kleine Häufchen. Ups. Hallo Wasser. Wie sieht das hier aus? 55.000 Stein, 25 und 15.000 Erde. Ja, sieht man. Können wir auch umladen. Hier ist noch drin. Hier auch. Und wie sieht es goldtechnisch aus? Oh, 33 Liter. Das wird. So, du fährst dahin. Ah, du bist schon fast beim Shop. Aber wir könnten dir eigentlich sagen, nicht Shop,
haben wir da nämlich Shop Verkauf gleich. Dann fährt er nämlich hinten ums Eck und stellt sich gleich auf die passende Fläche. Bin ich ja mal gespannt, was wir für den hier noch bekommen. Wie viel Eurönchens. So, na komm, fahr mal ein bisschen schneller. Na gut, Witz, er kann ja nicht schneller. Das ist ja, das ist, sag ich mal, wirklich das Manko von der Kiste, dass er einfach so langsam ist. Gut, ich hätte da auch noch eine andere Variante gehabt, aber die ist mir schon wieder ein bisschen zu. Ich habe nämlich einen Mod Fiat mit reingenommen. Hier jener. Das ist so die Standardvariante mit 42 km/h. Dann gibt es den als Plus mit 56, als Pro mit 75 und als DTX mit 97 km/h. Na gut, das ist mir dann wieder ein bisschen zu extrem. Und da wir eh ja Richtung Russen wollen, machen wir das. Ja, guck mal, 29.000. Gut, verkauft. Weg ist er. Und dann holen wir uns jetzt den Belarus mit Vorhang. Und dann gucken wir mal, wie der aussieht. So, schon von vornherein dreckig. Aber ja, so geht. Guck mal, der bekommt auf jeden Fall ein Gewicht noch dazu. Hier, sowas, so ein schönen Klotz. So, dann hoffen wir mal. Ah ja, guck mal. Autodrive zeigt er schon mal an. Standardhupe. Der Drescher hat durchdrehende Reifen. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Jungs, was macht ihr da schon wieder? So, komm. Weiter geht's. Wo haben wir es hier? Einstellen. So, gucken wir mal innen rein. Tacho läuft. Haben wir hier irgendwie. Ah, Spiegel zum Verstellen. Und was ist? Da tut sich nichts. Ja gut, wir testen mal, wie er sich fährt. Und umleuchten den. Blinker funktionieren. Hm. Merkwürdig. In der Beschreibung stand 60 und jetzt fährt er aber nur 40. Na gut, 40 ist aber schon mal besser. Und wie gesagt, wir haben die Kraft des Geräts. Das ist ja die Hauptsache. Aber ich denke mal, da haben wir erstmal was Gutes getan. Gut, ich kann mir den ja nochmal angucken, ob wir den nicht irgendwie auf 60 hochpimpen können. Weil das sollte er schon schaffen. Weil, oder bin ich da jetzt doof? Warte mal. Belarus 60. 60.
Betrug. Es ist doch eindeutig Betrug. Sehe ich das richtig? Hat der da einen Feuerlöscher? Ach, guck mal hier. Zack, 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 nee. Doch, da ist ein Feuerlöscher. Ach, den sieht man da so durch. Ja, genau. Ich finde ihn nicht schlecht. Der Sound ist vielleicht ein bisschen harmlos, würde ich mal sagen. Aber boah. Wichtig ist halt, wenn er die Power hat, dass er alles am Ziehen ist, dass das funktioniert. Oh, da kommt unser Wasserfahrzeug. Hallöle. Ja, das ist doch, würde ich sagen, die Hauptsache. Wir kommen von A nach B. Das mit der Geschwindigkeit gucke ich mir gleich an nach dieser Folge. Würde ich sagen, dass wir jetzt da gleich mal die Ballenpresse dranhängen und dann gucken wir mal, wie er sich auf dem Feld macht. Das heißt dann aber für uns im Umkehrschluss, das Düngen und Spritzen muss dann in der Zukunft einer der 500er Fans machen. Das soll ja dann möglichst ein kleiner Traktor sein. So, wir müssen demnächst einmal auch hier die Ballen einsammeln, damit wir wieder uns Kühe kaufen können. Oh, kriegen wir den überhaupt angehängt? So, der steht ein bisschen weit nach oben, aber ich denke mal, ja, geht. Zack. Und los geht's. Dann pressen wir mal hier, beziehungsweise wir können gleich mal testen, wie der mit CP arbeitet. Also der Wendekreis ist groß, ja. So, CP, das ist Feld 12. Da braucht man den Drescherkurs. Sind wir da richtig? Ja. Yep. Das da naheliegendster Punkt. Ja. Schön, dass du deine Motorhaube aufmachst zum mit dem CP fahren. Aber cool, dass das geht. Lass das mal wegmachen. Für bessere Kühlung oder was? Ist ja witzig. Aber er arbeitet. Er arbeitet, das ist das Wichtigste für uns. So, Drescher, wirst du da mal abgetankt endlich? Weil dann können wir hier gleich gucken, dass wir in der nächsten Folge mit dem einen Fendt, oder mit dem anderen Fendt, den Ballenanhänger uns schnappen und dann hier schon mal die Ballen einsammeln. So, aber ich würde sagen, liebe Leute, wir sind fertig für heute. Oh Gott, das reimt sich auch noch. Also ne, wir sind fertig. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen da lassen, morgen wieder reinschauen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.